Lima 1-1 to Lima Actual, requesting fire support immediately. Incoming! Splash 1. Copy, good job! Willkommen zurück zu unserer Review-Serie. Heute geht es um die Starling. Die Bewaffnung der Starling setzt sich aus MGs, gelenkten und ungelenkten Raketen sowie Bomben zusammen. Stärken und Schwächen kann man bei diesem Flugzeug jetzt nicht so konkret sagen. Sowohl im Luftkampf als auch in der Bodenzielbekämpfung ist dieses Flugzeug sehr gut. Mit den MGs und den Raketen kann die Starling den Gegner zum Ausweichen zwingen und wenn der Gegner seine Breitseite dem Flugzeug zuneigt, kann man ihn mit den MGs sehr gut unter Feuer nehmen. Man sieht es hier auch im Hintergrund. Tja, leider war der Typ ein Dulli, deswegen wurde er von den Raketen erwischt. Eigentlich war der Plan, dass er halt ausweichen muss und ich ihn dann mit den MGs zerlegen kann. Aber naja, so geht's halt auch. Bomben hat der Starling auch. Aufgrund seiner langsamen Flugeigenschaften kann man die auch extrem gut ins Ziel bringen, obwohl im Gegensatz zur Rogue, das Seitenruder nicht ganz so stark ist, kann man trotzdem aufgrund der kleinen Größe den Starling in so ziemlich jede Lücke quetschen, um da eine Bombe hinzusetzen. Das ist im Stadtkampf extrem vorteilhaft. Starling-Piloten müssen ein dauerhaft extrem hohes Level an Skill aufweisen. Fehler werden in diesem Flugzeug sofort abgestraft. Das Raketentriebwerk des Starling macht es notwendig, dass man sehr genau dosiert, wann und wie man den Schub einsetzt. Ist man zu schnell, wird man manchmal unwendig. Setzt man seinen Boost zu oft ein, kann es passieren, dass wenn man gestingert wird und ausweichen muss, man keinen Schub mehr hat und einen die Rakete einholt. Wenn man zu langsam fliegt, dann holt einen die Rakete auch ein. Insofern muss man sehr genau darauf achten, wie man seine Boost-Schübe platziert. Die ständig wechselnde Geschwindigkeit des Flugzeugs ist allerdings auch ein Vorteil, denn es macht einen ein sehr schweres Ziel für ungelenkte Raketen, die Personen am Boden einem entgegenschießen können. So, das war's mit diesem Kurzreview. Bis zum nächsten Mal und ciao.